Hallo und willkommen zu Draufsicht, was steht in deiner Macht? Heute widmen wir uns dem Thema Urban Farming und grüne Stadtnutzung. Vor über 12.000 Jahren, zum Ende der letzten Eiszeit, wurde der Grundstein für unsere moderne Landwirtschaft gelegt. Und zwar mit dem Anbau systematischer Pflanzung. Das Bemerkenswerte dabei, dies geschah nahezu gleichzeitig in China, im Nahen Osten und in Amerika. Landwirtschaft ist nicht nur etwas für den ländlichen Raum. Gegärtnert wird auch in der Stadt. Wir haben uns mal umgehört zum Thema Urban Gardening. Übersetzt heißt das ja Stadtgarten, ne? Also Stadtgärtnern. Urban Farming, Gemeinschaftsgärten, Schrebergärten, Guerilla Gardening. Die Liste der verschiedenen Gartenkonzepte ist lang. Urbane Landwirtschaft ist auf allen Kontinenten verbreitet. Modelle gibt es viele. Von der Subsistenzwirtschaft in den Ländern des Südens bis zu grünen Oasen, die auf Brachflächen als sozialer Kitt und gegen den Verfall von Stadtvierteln entstehen. Also ohne scheinbares Konzept wird das hier angelegt und es funktioniert. Das finde ich sehr imponierend. Ein Ziel ist auch die Rückeroberung öffentlicher Räume. Sogenannte Guerilla-Gärtner basteln sich Seedbombs aus Ton, Erde und Samen, um ungewöhnlich und triste Stellen zum Blühen zu bringen. Ein anderer Aspekt ist der Wunsch, Natur in der Stadt zu erleben und durch das eigene Gärtnern selbst zu erfahren. Dass hier auch Gemüse angepflanzt wird, finde ich super, dass die Leute irgendwie das auch ernten. Aber anders als ein normaler Schrebergarten jetzt so, das gefällt mir gut. Darüber wird auch ein Bezug zum eigenen Essen geschaffen, der durch die moderne Lebensmittelproduktion und Versorgung abhanden gekommen ist. Anders als im klassischen Schrebergarten werden die Gemeinschaftsgärten zusammen bewirtschaftet. So stehen das gemeinschaftliche Erlebnis und der soziale und kulturelle Austausch im Vordergrund. Neben dem Gärtnern auf privatem Grund und Boden, also auf dem eigenen Balkon oder im Garten, gibt es auch noch das sogenannte Guerilla Gardening. Dabei werden selbst kleinste Flächen mithilfe dieser Seedbombs zum Beispiel begrünt. Wie Seedbombing funktioniert? Da werden Blumensamen mit Erde, Ton und Kompost gemischt und zu solchen kleinen Kügelchen verrollt. Nach dem ersten Regen und nach ein paar Wochen kann man an der Stelle dann eine wunderschöne Blumenpracht bewundern. Diese ist nicht nur schön anzusehen, sondern stellt auch eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen dar. Welche Bedeutung Bienen als Nutztiere für uns Menschen haben, wird oftmals unterschätzt. Neben dem Honig, den sie uns liefern, sind sie vor allem für die Bestäubung von Gemüsepflanzen und Obstbäumen mitverantwortlich und bilden somit eine essentielle Grundlage für die moderne Landwirtschaft. Für die Bienen sind die Imker verantwortlich und wie ihre Arbeit aussieht und wie in Berlin eigentlich Honig entsteht, das zeigt euch der folgende Beitrag vom Tempelhofer Feld. Auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof gibt es für die Berliner die Möglichkeit, mitten in der Stadt zu gärtnern. Ja, also es ist ja sowieso so ein prinzipiellen Trend zurück zur Natur so ein bisschen, ne? Und auch so dieser Trend, dass man sich wieder ein bisschen selbst versorgen will. Und ja, das wird halt hier, also hier in den Gärten wird das sehr gut ausgelebt. Ja, und das ist einfach als Ergänzung zu diesen bestehenden klassischen Schrebergärten. So einen Garten gibt, der halt noch mehr in der Stadt drin ist und der noch mehr von den Bürgern irgendwie gemeinsam gestaltet wird. Auch allgemein ist Berlin mit seinen vielen Waldflächen, Parks und Gärten die grünste Großstadt Europas. Beste Voraussetzung für das wichtigste Nutztier nach Rind und Schwein. Ja, die Biene ist sehr wichtig, erstmal weil sie natürlich eine Funktion im Ökosystem hat. Sie bestäubt die Pflanzen und durch die Bestäubung der Pflanzen können sich die Pflanzen fortpflanzen. Und natürlich macht nicht nur die Honigbiene die Bestäubung, die setzen wir ja auch gezielt dazu ein, sondern eben auch die Wildbiene. Also die Wildbiene, das sind alle anderen Bienen, die eben nicht zu den Honigbienen gehören. Das ist zum Beispiel die Hummel, das ist eine Wildbiene. Und gerade die Hummel ist viel früher im Jahr unterwegs und kann deswegen viel früher schon Pflanzen bestäuben und auch später. Also ist nicht so temperatur- und wetterabhängig. Und deswegen haben die Wildbienen eben auch eine ganz besondere Bedeutung für die Bestäubung, weil sie eben dann auch bestäuben, wenn die Honigbiene gar nicht aktiv ist. Abhängig ist die Honigbiene zunehmend auch vom Imker. Monokulturen, Pestizide und genetisch veränderte Pflanzen schwächen die Tiere und machen sie anfällig für Krankheiten. In freier Natur können sie ohne menschliche Hilfe daher kaum überleben. Was ist eigentlich anders in der Stadt? Ein großer Unterschied ist natürlich auch in der Vielfalt der Pflanzen. In der Stadt gibt es eine wesentlich größere Vielfalt als auf dem Land. Auf dem Land hat man halt sehr viel Landwirtschaft. Dadurch ist auch dieses Problem der Monokulturen gegeben, wodurch halt auch der Honig ja sehr
Ja, es gibt halt nur relativ wenig Sorten und in der Stadt hat man halt eine viel größere Mischung. Zum Beispiel in Berlin in der Stadt ist die Imkerei eher ein Hobby. Es gibt natürlich auch Berufsimker, aber größtenteils wird das auch als Hobby betrieben und ist auch sehr hip und gerade total im Trend. So gibt es nicht nur viele Nachwuchsimkerinnen und Imker in der Stadt, auch den Berliner Bienen geht es gut. 2011 haben wir uns überlegt, dass wir gerne in diesem Garten, im Allmendegarten, Honigbienen halten wollen, weil wir das auch privat interessant finden und haben uns dann halt auch mit verschiedenen Stiftungen auseinandergesetzt, haben da Gelder eingeworben und dann dieses Jahr angefangen, im Frühjahr dieses Projekt umzusetzen. Ja, das Projekt heißt Schaut mal Bienen und das heißt es nicht nur, sondern das gibt es bei uns auch. Man kann Bienen sehen, erleben, die Imkerei erleben, man kann die Wildbiene erleben, man kann die Pflanzenvielfalt erleben. Also die Workshops, die wir bis jetzt veranstaltet haben, waren halt auch darauf ausgerichtet, dass wir den Bienengarten gebaut haben. Und wir wollten das halt gemeinsam mit den Gärtnern machen, damit die halt auch daran beteiligt werden und da auch so eine Verantwortung oder eine Wertschätzung entwickeln. Gedacht ist das ja so, dass wir das Projekt initiieren und das erste Jahr eben begleiten und aufbauen den Garten, aber eigentlich den Garten dann weitergeben an Leute, die einfach aktiv werden wollen. Herzlich willkommen zur Beamflug. Okay. So, und dann macht dann jemand. Ich finde auch. Macht das ein bisschen so? Ich meine, aber das ist auch noch. Das sind auch noch warm. Wird das alle warm rausholen? Nee. Höhle gehen. Wo? Seht ihr sie da, unten? Da, ja, da unten. Seht ihr sie? Da unten dran, oder? Ja. Ja. Da, jetzt ist sie hier. Jetzt ist auch an der Seite. Die ist größer auch, hier, extrem groß größer. Auch. Ja, und was ich auch noch total spannend finde und was sie auch eigentlich noch nicht wirklich alles erforscht haben, ist die Kommunikation. Ganz viel läuft über die Gerüche und über den Tastsinn. Ja. Also die Führung war ein fester Bestandteil der Projektplanung. Wir wollten halt gerne dann, wo der Garten fertiggestellt ist, den Leuten das auch näher bringen, was wir hier eigentlich machen. Das soll ja nicht einfach nur selbsterklärend sein, sondern wir wollen ja auch einen bildenden Charakter haben. Also wir wollen die Leute auch aufklären, was für eine Bedeutung sowohl die Honig- als auch die Wildbiene hat. Der Garten selber versteht sich ja auch als Vernetzungsstelle. Also sprich, die wollen auch Leuten zeigen, wie das funktionieren kann. Und die wollen auch die Leute animieren, selber solche Projekte ins Leben zu rufen. Wie das geht, erklärt die Dokumentation des Projekts auf dem Blog von Schaut mal Bienen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Arbeit der Bienen und Imker gerne mit eigenen Seedbombs und Blumen vom Balkon aus unterstützen. Ein paar Tomaten auf dem Balkon oder ein Schrebergarten um die Ecke. Dass der eine oder andere sein Obst und Gemüse nicht nur aus dem Supermarkt bezieht, sondern auch das eine oder andere selbst anbaut, diese Tatsache ist nicht neu. Neu ist allerdings, dass es mittlerweile auch Ansätze gibt, professionelle Landwirtschaft in der Stadt zu betreiben. Wir haben ein solches Projekt besucht. Auf dem Gelände der Berliner Malzfabrik in Schöneberg steht die Containerfarm von Efficient City Farming. Uns geht es darum, in der Stadt sehr lokal, also ohne Transportkilometer, ganz viel frisches Gemüse und frischen Fisch zu produzieren. Und das Ganze sehr transparent, sodass der Konsument sich das auch angucken kann. Ultralokale Produktion statt globale Handelsketten. Das ist klimafreundlich, denn der Wegfall von weiten Transportwegen spart Ressourcen und die Emission von Treibhausgasen ein. Die Containerfarm war ursprünglich eine Idee der Urban Farmers aus der Schweiz. Wir haben diese Idee aufgegriffen und haben die jetzt einfach mit einem ganz neuen System ausgestattet, eben mit diesem Aquaponik-System vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei IGB hier in Berlin. Auf dem Dach eines alten Schiffscontainers befindet sich ein Gewächshaus. Hier wachsen die Pflanzen auf eine Art Wasserbett heran. Darunter im Inneren des Containers werden Fische gezüchtet. In der Fischzucht haben wir 200 kleine Hauptstadtbarsche. Die nennen wir so, weil die hier in Berlin geboren sind, die hier aufwachsen und auch in Berlin verspeist werden. Und da bietet sich eben der Tilapia an, also der afrikanische Buntbarsch. Der wächst sehr schnell. Man kann, wenn man 1,2 Kilo Futter ins Wasser gibt, legt er direkt 1 Kilo zu. Und nach ungefähr 5 bis 6 Monaten Wachstum hat er sein Schlachtgewicht von 500 Gramm erreicht. Und oben auf dem Dach des Containers haben wir ein Gewächshaus, in dem gleichzeitig eben Tomaten, Gurken, Basilikum, Minze, Kohlrabi und Kürbis wächst. Die Kombination aus beidem nennt man Aquaponik. Der Clou am Aquaponik-System: Die Pflanzen werden mit den gefilterten Ausscheidungen der Fische gedüngt.
Unter diesen Bedingungen wachsen viele, aber nicht alle Gemüsesorten. Also im Aquaponics-System kann man eigentlich fast alle Gemüsesorten anbauen, die über der Erde wachsen. Weil die Pflanzen stehen ja im Wasser, insofern wird es mit einer Karotte dann ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, was es so an Tomaten, Gurken, Kohlrabi, Minze, Basilikum gibt, wächst alles und gedeiht auch wunderbar. Und das Zweite, was wir uns dann überlegt haben, ist, wie kann man dieses kleine System, das ist ja nur unser Showcontainer hier, wie kann man das der Bevölkerung zugänglich machen? Und wie kann man das Ganze ökologisch und wirtschaftlich wirklich im großen Maßstab machen? Und haben dazu dann diese Idee der Stadtfarm entwickelt. Eben das Ganze, so wie hier in der Containerfarm, aber auf 1000 Quadratmetern. Unsere Zielgruppe sind Supermärkte, denen wir solche Farmen dann beispielsweise als Parkplatzüberdachung auf deren Parkplätze bauen. Wo eine Stadtfarm entstehen kann, ist von vielen Faktoren abhängig. Eine Anbaufläche von 500 bis 600 Quadratmetern ist jedoch nötig, um die Wirtschaftlichkeit des Projektes zu gewährleisten. Also der Ertrag, den wir hier erzielen, ist identisch mit der normalen Aquakultur und der normalen Hydroponik. Das heißt, in einer 1000 Quadratmeter Stadtfarm hätten wir beispielsweise 50 Tonnen Tomaten im Jahr und ungefähr 8 bis 10 Tonnen frischem Fisch. Die notwendigen technischen Systeme machen den Bau einer Stadtfarm verhältnismäßig teuer. Die kombinierte Anbauweise Aquaponik hat den großen Vorteil, dass man sehr viel Wasser einspart. Wasser ist eben eine knappe Ressource und 70% des gesamten vom Menschen genutzten Süßwassers wandert in die Landwirtschaft. Und wir verbrauchen hier in diesem System schon mal mindestens 50% weniger Wasser, weil wir eben das Wasser sowohl für die Fische als auch für die Pflanzen verwenden. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Systeme hier drin, sodass wir teilweise auf 70% Wassereinsparung kommen. Die Jungunternehmer sind davon überzeugt, dass Ackerbau und Viehzucht schon bald zum Stadtbild vieler Metropolen gehören wird. Ich glaube aber, dass an vielen Stellen in der Stadt in Zukunft Urban Farming betrieben wird. Also sowohl als Parkplatzüberdachung vor Supermärkten, als auch auf Brachflächen oder auch in alten Gebäuden, die bisher kein Nutzungskonzept haben. Also wir sind davon überzeugt, dass Urban Farming sich weltweit durchsetzen wird, weil die Nachfrage des Konsumenten auf jeden Fall da ist, weil es genug Flächen in der Stadt gibt, auf denen man solche Stadtfarmen bauen kann und weil wir auch eine gewisse Verpflichtung haben, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Und das ist eine Lösung in diese Richtung. Landwirtschaft in der Stadt, das klingt revolutionär. Landwirtschaft, die von finanzstarken Investoren abhängt und nach den Prinzipien industrieller Produktion funktioniert, klingt weniger revolutionär. Und dennoch, setzt sich urbane Landwirtschaft wie das Modell von Efficient City Farming durch? Können Konsumenten ihren CO2-Rucksack in puncto Ernährung zukünftig ein gutes Stück leichter machen? Das war die zweite Ausgabe der dritten Staffel von Draufsicht, was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Urban Farming und weitere Methoden der alternativen Stadtnutzung. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, dann zum Thema Bankenwesen. Wenn ihr wollt, bis dahin!